Schon vor über einem Jahr oder vor 4 Jahren, als sich PlanetSide 2 noch in der Beta befunden hatte, wollte ich ein Video über den Free-to-Play-Shooter vom Publisher Sony Online Entertainment machen. Oder ist das der Entwickler? Dazu kam es leider nie, doch durch erneutes Interesse von mir und einigen anderen sowie der wohl baldig erscheinenden PS4-Version habe ich mich nun ironischerweise pünktlich zum Battlefield 4 Release dran gesetzt, dem Spiel eine recht aufwendige Review zu verpassen. Anstatt dass ich das hier nun aber alleine mache, habe ich mich mit dem guten David von Loris HD zusammengetan, um den MMO-Shooter zu beleuchten. Seine Version des Videos mit seinem eigenen Intro sowie seinem eigenen Fazit findet ihr in der Videobeschreibung. Beide Fazits zu kennen wäre natürlich ganz interessant. Intro. Loris HD, Loris HD. Sie erklären euch, was so richtig schlechte Spiele sind. Loris HD, Loris HD. Diese Jungs sind so verdammt kreativ. Was soll der Scheiß? Bevor wir nun aber direkt zum Spiel gehen und ich wohl nicht mehr zu häufig in Zukunft auf das Thema zu sprechen komme, ein paar Worte zum Free-to-Play-Geschäftsmodell. Es klingt für einen Spieler so toll, ein Spiel gratis runterladen und spielen zu können. Und wenn das Spiel nicht so gut ist, tja, hat man halt kein Geld verschwendet. Doch leider hat die Bezeichnung Free-to-Play gerne auch noch ein Pay-to-Win dahinter. Also, dass es in den meisten Spielen möglich ist, sich per Echtgeld unfaire Vorteile zu kaufen, was viele Spiele automatisch für mich versaut. Weshalb mein größter Kritikpunkt bei allen Free-to-Play-Spielen, die ich mag, immer sein wird, dass das Spiel lieber hätte 20, 30 Euro kosten sollen, dann wär's besser. Im Fall von PlanetSide 2 kann ich es allerdings sehr gut nachvollziehen, dass es den Free-to-Play-Weg geht, da der Vorgänger gebührenpflichtig war und ist und gerade heute ein Spiel wie dieses in der Masse von mittelmäßigen Shootern gnadenlos untergehen würde. Ein anderes Geschäftsmodell als Free-to-Play würde somit gar nicht in Frage kommen, was an sich sehr, sehr schade ist. Ja, man sollte zudem erwähnen, dass inzwischen jeder Publisher meint, er habe Pay-to-Win aus seinen Produkten verbannt. Es klingt halt besser, PR greift sowas ja auch immer schnell auf. Natürlich wurde uns auch immer wieder entgegnet, PlanetSide 2 könne erstens komplett kostenlos gespielt werden und habe zweitens eben kein Pay-to-Win. Aber ist das wirklich so? Nach unseren bisherigen Spielstunden lässt sich das nicht zu 100% sagen, dennoch lassen sich alle Waffen und Ausrüstungen, die man in den Menüs zu Gesicht bekommt, freispielen und zwar ohne einen Cent ausgeben zu müssen. Es gibt aber tatsächlich sogar einige Ausrüstungsteile, die ausschließlich nur durch das Erspielen zu bekommen sind. Und natürlich gibt es aber auch exklusive Sachen, die ihr nur durch das Kaufen von zum Beispiel Paketen wie das Einsteigerpaket, das ich von Sony bekommen hatte, enthalten sind. Für meine 3 exklusiven goldenen SMGs kann ich jedoch sagen, dass es Waffen mit sehr ähnlichen, teilweise sogar deutlich besseren Werten zum Freispielen gibt. Sie sehen zwar hübsch aus, sind aber ziemliche Gurken. Und das ist auch tendenziell bei allen kaufbaren Objekten der Fall. Es gibt eigentlich immer zu jedem kaufbaren Gegenstand ein kostenloses Gegenstück, ja sogar besseres Zeug. Kaufobjekte dienen eher einer individuelleren Optik, während die knauserigen Spieler eben den Einheitsbrei mit sich rumschleppen müssen. Beim Punkt Pay-to-Win sieht es aber schon etwas anders aus. Zwar kann man, wie gesagt, alles Nötige freispielen, dennoch kommen zahlende Spieler durch XP-Boosts schneller voran und haben schneller eine größere Auswahl an Waffen und Gadgets zur Verfügung. Ob das schon Pay-to-Win ist, sei mal dahingestellt, denn man muss mit dem Zeug ja auch umgehen können. Dennoch glaube ich, dass man auch ohne einen Cent zu zahlen eine spielerisch absolut ebenbürtige Ausrüstung bekommen kann, was halt eben nur etwas länger dauert. Und da würde ich nach den bisherigen Erfahrungen sagen, nicht zahlende Spieler werden tatsächlich nicht spielerisch benachteiligt und das ist auch gut so. Und wenn man aber Geld ausgeben will für Optik und so ein Klimbim, dann kann man sich ordentlich austoben. Einzelne Waffen kosten gerne schon mal mehr als 8 Euro. Bei der Charaktererstellung in PlanetSide 2 entscheidet man sich als erstes für eine von 3 Fraktionen. Darunter die violette Vanu. Sie glauben daran, dass die Menschen die nächste Existenzstufe nur mit Hilfe von Alien-Technologie erreichen können. Es ist eher das Volk, welches daran glaubt, dass wie in Tron rumzulaufen cool aussieht und an den Gott der Shotgun beten, damit der Raketenwerfer überhaupt erst trifft. Die Männer in Blau namens des neue Kalgo Konglomerat oder so. Genauso wie wir Probleme hatten, ihren Namen zu entziffern, haben die Jungs Probleme festzulegen, was sie nun wirklich sind. Eine heterogene Truppe aus Andersdenkern, die anders denken. Und die Rote Armee namens Terranische Republik, kurz TR, welche beherrschen will, Militär schon vor dem Krieg Dufte fand und als diktatorische Macht angesehen wird. Und die wolltest du spielen? Ich war ja mehr für diese esoterischen Typen oder die verplanten Gurken. Tja, Pech. Tja, okay.
Wieso diese drei Mächte gegeneinander kämpfen, weiß ich jetzt allerdings nicht so ganz genau. Wegen Rohstoffen oder der Herrschaft über langweilige Planeten, um dort ausgewählte Menschen einsehen zu lassen, irgendwie sowas. Das endet vielleicht in einem Nachfolger, der sich wie Red Faction spielt. Ach, die kämpfen doch nur gegeneinander, damit wir was zum Spielen haben. Ach, so ist das. Wie in einem Kolosseum. Pokémon Kolosseum. Pokémon Kolosseum ist ein im Pokémon-Universum angesiedeltes RPG, in dem man nicht wie in den anderen Ablegern der Serie durch eine große Open World... Wie bei der in Gänsefüßchen Hintergrundgeschichte schon deutlich wurde und wie man es sich eh denken kann, stehen bei Planet Side 2 Kampfhandlungen zwischen den drei Fraktionen im Mittelpunkt des Spiels. Das Schlachtfeld erstreckt sich aktuell über drei Kontinente des Planeten Auraxis, also auf drei Planetenseiten. Warum heißt das Spiel denn eigentlich nur Planet Side 2? Das ist ja total unlogisch. Neben der Größe unterscheiden sich die Kontinente vor allem durch ihre Landschaften. Inda zum Beispiel zeichnet sich durch eine Wüstenlandschaft mit vielen Schluchten, aber auch riesigen Plateaus aus. Isamir ist da fast schon das Gegenteil, eine Eiswüste mit vielen zugefrorenen Seen. Amarish oder Elmerish, wie auch immer man es aussprechen möchte, ist sehr bergig und bietet mehr Pflanzen. Zudem ist der letztgenannte der kleinste Kontinent und bietet damit engere und eigentlich intensivere Schlachten. Der bald hinzukommende vierte Kontinent namens Hossin wird wiederum eine enge Sumpflandschaft bieten. Ja, richtig gehört. Bei Planet Side 2 gibt es keine einzelnen Karten mehr, sondern eben pro Server die besagten Kontinente. Ziel des Spiels ist es nun, die Kontrolle über Auraxis zu erlangen, wozu wir die drei Kontinente erobern müssen, was aber nur gelingt, wenn wir die einzelnen Gebiete kontrollieren. Jede Fraktion besitzt auf jedem Kontinent ein sogenanntes Warpgate, das den Ausgangspunkt für das Spiel darstellt. Praktischerweise steht in jedem Gebiet dazu eine Basis und diese müssen wir entweder einnehmen oder verteidigen. Im schlimmsten Fall gegen gleich zwei angreifende Fraktionen. Die Basen unterscheiden sich in Größe und auch in Funktion. Einige sind eher kleine Vorposten und dort gibt es auch nur Spawnpunkte für vielleicht leichte Fahrzeuge, vielleicht auch einen Munitionspunkt, wenn die riesigen Waffenfabriken oder Biosphären schwere Kampf- und Luftfahrzeuge bereithalten. Einige der Basen bieten der kontrollierenden Fraktion teilweise sogar Boni und versorgen die Einheiten mit den Ressourcen, die für das Spawn von Fahrzeugen benötigt werden, aber auch für den Kauf von Granaten und den Max-Anzug der schweren Infanterie. Zu den Ressourcen und Klassen kommen wir aber noch. Im Prinzip ist die Schlacht um ein Gebiet mit einer Runde im Conquest-Modus bei Battlefield zu vergleichen, nur eben in größer. Es müssen bestimmte Punkte in einem Gebiet bzw. in einer Basis eingenommen und gehalten werden. Hat das angreifende Team dabei mehr Punkte unter Kontrolle als das verteidigende Team, beginnt ein Timer die verbleibende Zeit zu zählen, die die Angreifer die Oberhand behalten müssen. Schaffen sie es, wechselt die Kontrolle über die Basis und das Gebiet gilt als erobert. Ein deutlicher Unterschied zu Battlefield zeichnet sich alleine schon in der Größe der einzelnen Schlachten ab, an denen gerne mal 100 oder sogar mehr als 200 Spieler teilnehmen, was dazu führt, dass viele Kämpfe sehr langatmig und unübersichtlich werden können. Wir saßen schon mal über eine Stunde an einem wichtigen Punkt und hatten ein durchgehendes Hin und Her, bei dem jeder Squad mit Spawn-Kapseln und jeder Fahrer mit mobilen Spawns aushelfen musste. Das kann auf der einen Seite positiv, aber auch negativ sein. Der eigentliche Clou ist aber, dass jeder Kontinent in Planet Side 2 sozusagen eine einzige persistente Map ist, die einzelnen Kämpfe also miteinander zusammenhängen. Das Hin und Her in einer Schlacht ist Teil des gesamten Spielflusses und das Schlachtfeld ändert sich dauernd. Die Gebiete können übrigens nicht beliebig erobert werden, sondern es ist nur möglich, direkt an das eigene Gebiet angrenzende Areale einzunehmen, was gerne mal zu kritischen Fronten führt, bei denen man so richtig auf den Schinken hauen kann. Oder halt auch nicht. Diese Grundlage ist an sich sehr gut umgesetzt und passt logisch zum Setting des Spiels. Es gibt keine voneinander unabhängigen Runden, bei denen es darum geht, die beste KD zu haben oder sowas in der Art. Nachteil ist natürlich, dass man mit seiner Spielfigur an einen Server gebunden ist, aber so ist das nun mal auch bei MMOs. Doch dann kommt auch schon wieder die Mecha-Fotze aus mir raus. Die Landschaften sind recht einfach zusammengezimmerte Felsen und Bäume, während in den Basen häufig dieselben Metallkästen für Gebäude benutzt werden. Da dies alles nur Forschungs- und Militäranlagen sind, passt es. Nur wird man mehrmals in genau denselben Gebäuden kämpfen müssen. Das ist zwar schade, dass nicht alles auf dem Kontinent einzigartig aussieht und individuell gestaltet wurde, auf der anderen Seite will ich mir nicht vorstellen, was das für eine harte Arbeit für die Designer gewesen wäre, zumal es sich um einen Multiplayer-Shooter handelt, bei dem es im Leveldesign nicht nur um Aussehen geht, sondern darum, gut balancierte Spiele zuzulassen. Die Schlachten in diesen einzelnen Gebieten fühlen sich allerdings gut an. Eine Sache, die ich häufig in meinem Leben gehört habe, ist das Problem, dass in den meisten Spielen die ganzen Sniper-Positionen erfahrenen Spielern direkt bekannt sind. Das ist hier dank der Weitläufigkeit eher weniger der Fall. Ich hatte zwar nie das Problem, weil ich sowieso nie so der Sniper-Typ bin, aber Sniper werden sich eventuell darüber freuen. Dank der drei Fraktionen und nicht fest definierter Maps mit Spielerzahl, klar,
sind die Schlachten jedoch gerne unausgeglichen, weshalb bei einer deutlichen Unterlegenheit die Flucht nach hinten wichtig ist, anstatt sich allein mit dummen Angriffsversuchen nur selbst fertig zu machen. Es heißt zwar, das Wort Aufgeben existiert im Wortschatz eines TRlers nicht, doch die Fronten wechseln ist in aussichtslosen Situationen keine schlechte Wahl. Darf man auf YouTube Mecha-Fotze sagen? Egal, kommen wir zum Spawn-System. Wir starten immer zuerst im Warpgate unserer Fraktion. Dort können wir uns nun entscheiden, ob wir uns ein Fahrzeug holen und zum jeweiligen Geschehen hingurken oder zu Fuß laufen. So kann man dann immerhin die automatische Lauffunktion von Planet Side, Standardbelegung auf Plus, mal nutzen, gell? Am schnellsten geht es aber mittels der Option Soforteinsatz, die uns direkt in ein Kampfgebiet teleportiert. In einem Gebiet hat übrigens immer nur das verteidigende Team einen festen Spawnpunkt. Das erhöht das taktische Moment deutlich, denn die Angreifer müssen für effektive Angriffe auf mobile Spawnpunkte zurückgreifen, die wiederum Ressourcen brauchen und zerstört werden können. Infanterietrupps können Spawnleuchten mitnehmen und frei auf der Karte platzieren. Der Bodentransporter Thunderer und der Lufttransporter Galaxy können ebenfalls als Spawnpunkt eingesetzt werden, lassen sich aber in diesem Modus nicht bewegen, müssen daher also gut gedeckt aufgestellt werden. Und ich mach Spawnleuchten kaputt. Planet Side 2 setzt beim HP-System auf einen Hybriden zwischen klassischer Gesundheitsanzeige und Auto-Heal. Die Panzerung, blau angezeigt, kann sich nach einiger Zeit selbst regenerieren, während die eigentliche Gesundheit grün nur durch Medipacks oder mit der Medigun des Sunnys regeneriert wird. Bevor es nun aber endlich zu den Klassen und Fahrzeugen geht, müssen wir noch auf das Skill-Unlock- und Ressourcenmodell von Planet Side 2 eingehen. Dazu wird Tim übernehmen. Hopp, hopp. Ich mache ja schon. MMO-typisch kann man seine Spielfigur skillen. Leute, die mich also kennen, wissen, was gleich kommt. Erfahrungspunkte sorgen für Rank-Ups. Doch mit einem neuen Rang schaltet man nun nicht irgendwelche Waffen frei, sondern erhält nach und nach Sword Points. Durch diese rüstet man Waffen auf oder kauft sich direkt neue, besorgt sich zusätzliche Ausrüstung und Teile für Fahrzeuge. Zum Glück sind immerhin alle spielwichtigen Sachen und vor allem Waffen mit diesen Punkten freischaltbar. Zusätzlich ist es möglich, einzelne Klassen in gewissen Punkten wie mehr HP oder besserem Schild zu verbessern. Und ja, das stört mich. Klar, muss man gerade in einem MMO die Spieler, die länger spielen, irgendwie belohnen, doch das ist schon extrem nervig zu wissen, dass ein Typ mit hohem Level höchstwahrscheinlich mehr aushält als du. In großen Schlachten fällt das zumindest weniger auf, schön ist es aber trotzdem nicht. Neben den Certification Points, die für die Freischaltung bei den Klassen und auch Fahrzeugen notwendig sind, gibt es auch für den Spielverlauf wichtige Ressourcenpunkte. Fahrzeuge kann man nicht nach Belieben an Fahrzeugterminals spawnen, sondern muss dafür entsprechende Ressourcenpunkte ausgeben. Die Ressourcen für die verschiedenen Fahrzeuge und Infanterie für zum Beispiel Granaten oder den Max-Anzug für die schwere Infanterie bekommen wir automatisch in bestimmten Zeitabständen. Wie viel ist abhängig von der Zahl an Gebieten eines Kontinents, die unter unserer Kontrolle stehen? Keine Gebiete, keine Ressourcen. So kann man nicht andauernd die fetten Jagdpanzer spawnen und einen Tank Rush muss gut geplant sein. Auch Granaten- und Minen-Spam wird mit dieser Methode effektiv entgegengewirkt, da diese Dinge nun was kosten und nicht einfach aufmunitioniert werden können. Das Ganze macht das Spiel als solches authentischer und balancierter, da ein logisches, strategisches Moment in das Spiel gelangt, das einen Einfluss auf das Spielgeschehen hat, aber durch den eigenen Fortschritt auch beeinflussbar bleibt. Dem Quad hast du es aber gezeigt. Vor dem Spawn oder an Waffenterminals, welche echt nützlich in der Gegend rumstehen, kann man sich für eine von fünf Klassen entscheiden. Ein Sniper, eine leichte Angriffseinheit mit Jetpack, die schwere Angriffseinheit mit MG und Raketenwerfer, ein Medic sowie den Reparaturen und Munitionshaini, welcher zusätzlich noch ein Geschütz zum Hinterherklemmen aufstellen kann. Mann! Zusätzlich kann man mit Ressourcen die sogenannte Max-Einheit auswählen, eine Art Kampfanzug mit Waffenarm. Etwas größer als ein Kühlschrank, aber ein Stück kleiner als ein großer Kühlschrank. Die Klassen haben neben den offensichtlichen Rollenverteilungen auch verschiedene Fähigkeiten. Der Medic kann beispielsweise auf Knopfdruck alle Personen um sich herum und sich selbst heilen, während der Sniper sich für kurze Zeit tarnen kann. Die Klassenaufteilung gefällt mir hier ziemlich gut. Kein Medic mit MG, kein Sniper mit Nahkampfsprengstoff, wieso man das auch jemals in einem Spiel gemacht hat, und besonders keine essentielle Ausrüstung, die man erst freischalten muss. Das einzige, was sich ändern würde, ist, dass der Ingenieur nicht so überladen viel dabei hat und dafür die leichte Angriffseinheit einen weiteren Standardgegenstand kriegen würde. Die verschiedenen Fahrzeuge, die uns sofort von Beginn an zur Verfügung stehen, sind gut integriert, wobei die Einsatzbereiche überschaubar gestaltet sind. Truppentransporter und Angriff. Einige Fahrzeuge und Lufteinheiten unterscheiden sich bei den Fraktionen nicht, wie der Thunderer oder die Galaxy, während es wie zum Beispiel beim leichten Angriffspanzer pro Fraktion unterschiedliche Fahrzeugtypen gibt.
In erster Linie sind alle Fahrzeuge nur unterstützend, da sie keine Gebiete an sich einnehmen können. Sie unterstützen die Infanterie bei den Angriffen eben durch Reduzierung der gegnerischen Truppen bzw. als Verstärkung der eigenen Truppen. Stichwort mobile Spawnpunkte. Dadurch sind vor allem die Luftfahrzeuge nicht überpowert, da es immer ein Gleichgewicht zwischen Fahrzeugen und Infanterie geben muss. Außerdem ist der Infanteriekampf dadurch massiv aufgewertet worden, obwohl es gleichzeitig wilde Panzer- und Luftschlachten geben kann. Wie schon bei den Klassen selbst ist es auch möglich, mit den Certification Points die Fahrzeuge mit den verschiedensten Sachen vom Zoom für die Hauptwaffe bis hin zu weiteren Schützenplätzen und Pipapo und Bla und Blub und Bli aufzurüsten. Aber es gibt noch keine riesigen Mech-Einheiten wie im ersten Teil. Schade, Mechs sind toll, ja selbst in Battlefield 2142 waren sie toll, vor allem als Gegner. Die Waffenhandhabung funktioniert nach dem typischen System moderner Shooter, klappt allerdings ganz gut. Ein Rückstoß ist vorhanden, aber nicht zu stark und dieser fühlt sich auch noch richtig an. Kugeln von allen Waffen fallen teilweise sichtbar ab, was Kämpfe auf die Distanz schwerer macht. Und wenn man bedenkt, dass diese Distanzen sehr groß sein können, muss ein Sniper schon ordentlich zielen, während die Schrotflinte ja mal voll Banane daneben ist. Die Nutzung von Tools funktioniert recht gut, da die Medic und Engie Guns auf 1-2 Meter Entfernung funktionieren und abseits von einigen Fällen beim Wiederbeleben besser als die in den meisten Spielen. Nur die Typen, die vor Medics wegrennen, nerven. Beim Sprinten heilen zu können, würde wohl schon helfen. Das Aufstellen von einem MG ist da schon etwas zickiger. Okay, bei einem großen stationären Geschütz ist das verständlich. Doch bei Munitionsdingern nervt es doch. Das größte Problem ist wohl beim Ballern der Lag. Gegner reagieren erst kurze Zeit nach dem Treffer auf Schüsse, was gerne die Situation auslöst, in der beide Schützen sich gegenseitig töten. Ich hasse das. Die Mechanik funktioniert gut, wenn auch auf keinen Fall so gut wie in einem Payday 2, welches in meiner Erinnerung das beste Gefühl einer Waffe in dieser Art von Ballermechanik rübergebracht hat. Oder anders gesagt, das Kämpfen funktioniert gut, runtergebrochen auf 1 gegen 1 oder kleine Gruppen, ist es nicht so dynamisch, wie es hätte sein können. Übrigens sollten schießwütige Kameraden lieber aufpassen, denn das Spiel hat Friendly Fire. So genau weiß das niemand warum, auf jeden Fall kann man Teammitglieder töten. Tötet aber nicht zu viele, denn sonst werden eure Waffen für eine gewisse Zeit gesperrt. Dann hätte man es eigentlich auch rauslassen können. Ein wichtiges Element in Planetside 2 ist natürlich das Teamplay. Klar kann man auch mal als Lone Wolf was reißen, aber richtig vorankommt meistens nur im Team. Die einfachste Möglichkeit ist es, sich in Trupps mit bis zu 12 Spielern zu organisieren, wobei es Wurst ist, ob wir die Leute nun kennen oder nicht. Eigene private Trupps mit Freunden sind natürlich effektiver, da die Kommunikation insgesamt besser ist. Man findet aber durchaus auch Trupps, die gut funktionieren, auch über den In-Game-Voice-Chat. Gerade bei Massenschlachten macht es Sinn, sich in einer großen Gruppe zu bewegen, denn oft kommt es zu erbitterten Stellungskämpfen, die schon mal 2 Stunden dauern können. Und da ist natürlich gut, einen Sunny und einen Support dabei zu haben. Aber so krass die Massenschlachten auch auf den ersten Blick aussehen, gerade hier hat Planetside 2 eine seiner größten Schwächen. Massenschlachten nämlich geraten trotz guter Teamfunktion schnell zu sehr unübersichtlichen Scharmützeln und meistens sind die Kampfschauplätze nicht gut verteilt. Denn mal hat man das Gefühl, in einer riesigen Basis zu zweit gegen vielleicht 3 andere Gegner zu kämpfen, während am Arsch der Heidi 500 Spieler aufeinander einhacken. Bei solchen großen Karten und der Vielzahl an Gebieten ist das aber auch kaum zu vermeiden. Das Teamplay ist immer und immer wieder bei dieser Art von Spielen eins der größten Gesprächsthemen. Und Planetside 2 bietet durch Gruppenfunktionen und Werkzeuge, die erst in einer Gruppe effektiv werden, Teamspielern Vorteile. Sogenannte Outfits, also etwas ähnliches wie ein Clan oder eine Gilde, sorgen für viel weiteren zusätzlichen Tiefgang, um richtig in einem Team, in einer Armee, in einer riesigen Gruppe, Armeen sind größer als Gruppen, zu agieren. So habe ich sogar schon public mit komplett fremden Menschen einige organisierte Angriffe miterlebt. Oder die komplette Zerstörung der Gegner mit einer gigantischen Fahrzeugfront. Ernsthaft, schaut euch das an, wie viel ist das? Doch scheißegal, wie toll sowas rüberkommen kann. Einen Plan, auf was man schießen soll, hat weder ich, noch die wenigen überlebenden Gegner in so einer Situation. Ob man beim gnadenlosen Überrennen von Teamplay reden kann, weiß ich nun doch nicht so genau. Teamplay ist allerdings vorhanden. Ich hab's gesehen. Sony Online Entertainment hat bei Planetside 2 auf die Forgelite Engine gesetzt, die auch im kommenden EverQuest Next eingesetzt werden wird. Die Grafik ist solide, wirkt aber immer etwas künstlich orange-blau. Ein vor allem in aktuellen Filmen gern eingesetzter Farbfilter. Schön sind die fließenden Tag- und Nachtwechsel und die Lichteffekte bei Schlachten im Dunkeln. Dabei wird es aber nicht völlig zappenduster, was auch eigentlich ganz gut ist. Die Engine unterstützt auch Physics, was sich in eigentlich recht schön aussehenden Partikeleffekten niederschlagen sollte, die aber gut Rechenleistung abgeben.
abziehen und auch nicht immer gut aussehen. Ja. Immerhin lassen sich die Grafikeinstellungen sehr umfangreich ändern, dennoch ist das gesamte Spiel sehr leistungshungrig. Oh ja, das ist es. Es ist wirklich schlimm, da viele Spieler nur auf den niedrigen Einstellungen überhaupt das Spiel spielen können. Sobald viel Action mit vielen Spielern aufkommt, brechen viele noch recht aktuelle PCs deutlich in die Knie, weshalb auch unsere Aufnahmen mit ein wenig getweakten Einstellungen die meiste Zeit nicht 100% flüssig laufen. Dafür ist natürlich nicht nur die Grafik selbst verantwortlich, sondern das Ganze drumherum. Grafisch ist das Spiel allerdings in Ordnung. Die Umgebungen sind allgemein ein wenig langweilig und diese endlos gestreckten Texturen an Felsen sind unglaublich hässlich. Dafür sind Waffen, Fahrzeug und Spielermodels allerdings recht detailliert und sehen gut aus. Besonders Feuergefechte finde ich bei Nacht ziemlich beeindruckend. Trotzdem viel zu leistungsfressend für das, was man hier sieht. Der gerade von Tim nochmal beschriebene Leistungshunger beschränkt sich aber nicht nur auf die Grafik, sondern auch generell auf den Netcode. Und hier zeigen sich erneut massive Schwächen, die stellenweise ein flüssiges Spiel total verhindern. Je komplexer ein Multiplayer-Spiel ist, desto mehr Daten müssen natürlich auch hin und her geschickt werden, klar. Bei PlanetSide zum Beispiel die Hit Detection und die Berechnung jedes einzelnen verkackten Projektils wegen des Bullet Drops und. Das frisst natürlich extrem Leistung und wenn auf einem Server mehr als 1000 Spieler online sind, ja, das soll vorkommen, und dann davon auch noch sehr viele in einem einzelnen Gebiet, dann ist das schon recht logisch, dass da einiges in Stottern gerät. Lags und niedrige Framerates sind also an der Tagesordnung und frustrieren. Da kommt die Operation Make Faster Game der Entwickler inzwischen recht spät, auch wenn die aktuellsten Optimierungsarbeiten jedenfalls bei mir tatsächlich eine spürbare Verbesserung gebracht haben. Warum baut man ein Spiel für so viele Spieler, wenn es dann stellenweise einfach mies zu spielen ist? Ich verstehe es nicht. Die Spielbarkeit ist essentiell und jetzt erst daran rumzuschrauben ist eigentlich schon viel zu spät. Ich bin selbst überrascht, wie viel Spaß ich mit PlanetSide 2 bisher gehabt habe. Wahrscheinlich habe ich nicht ansatzweise genug Zeit in das Spiel investiert, um alle positiven, aber auch negativen Ecken des Spiels gesehen zu haben, doch wir hoffen, wir konnten einen guten Einblick bieten. Mit vielen Momenten, die ich seit Ewigkeiten in keinem Shooter mehr gesehen habe, ist es garantiert nicht das Beste, aber eines der denkwürdigsten Multiplayer-Spiele, die ich jemals gespielt habe. Wenn ich das Spiel allerdings einzig und allein nach der Qualität von allem bewerten müsste, wäre es recht gut, mehr aber auch nicht. Schön, dass es kein im Kreisrennen, um zu zweit alle Außenposten zu holen ist und die Schlachten so groß sind, schade nur, dass sie gerne unglaublich unübersichtlich und unfair werden. Schön, dass ich in einem großen Squad unterwegs sein kann, schade, dass es gerne ruckelt. Schön, dass aus dem Hinterhalt kommen und für einen Spawnpunkt sorgen eine so schöne Mechanik ist, schade nur, dass die Trefferabfrage durch Lags nicht so gut funktioniert, wie man es gerne hätte. Nicht nur durch die Sachen, die ich gut finde, sondern auch durch die Dinge, die eher nervig sind, erinnert es mich mehr an das Spielgefühl eines Battlefields, als Bad Company 2 oder Battlefield 3 es könnten. Das ist zwar nun sicher total kontrovers, aber so ist halt meine Meinung. PlanetSide 2 ist für mich ein Spiel, welches sich durch Momente definiert, und ich habe hier ein paar der besten Schlachten meines Lebens geführt. Es macht nicht durchgehend Spaß und es ist auch gerne frustrierend, wenn es mir aber dann mal Spaß gemacht hat, dann richtig. Ich kann das Spiel also empfehlen für alle, die einen leistungsstarken PC mit passender Internetanbindung haben und die Geduld aufbringen können, gerne mal lange Schlachten, um einen Außenposten zu führen. Denn die gibt's in dieser Größe wohl nur hier. Die Version von David könnt ihr übrigens in der Beschreibung sehen. Und er redet echt viel zu viel. Ah. Hab's geschafft. Da 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 da